Willkommen zurück zu Let's Play Man of Medan mit dem Bonus-Part. Und ja, Bonus heißt, wir schauen jetzt einfach nochmal alle Bilder an. Ich habe anscheinend vier wirklich nur verpeilt, also das ist echt nicht so viel, witzigerweise. Wie viel gibt es dann? 2, 4, 6, 7, 8, 9, erzählt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aha. So, jetzt gucken wir nochmal an. Das haben wir auch schon beim letzten Part kurz angeschaut. Gestrandet, jo. So, dann Kill. Kill holen, was weiß ich. Aber aus diesem Bild konnte ich auch nicht wirklich viel herausfinden, wer jetzt der Böse und wer nicht, weil das war ja auch so. Da war ja halt Alex gegen Alex und der eine war. Ja, okay, doch, dann hat sie, dann hat Julia auch das gesehen, was er nicht sehen wollte. Aber Fliss nicht? Oder war Fliss auch irgendwo was, was nicht wirklich real war? Hm. Doch, das war es, Fliss. Okay, gut, dann hat sich meine Theorie erledigt. Also meine Frage, warum nur die zwei was gesehen haben. Nee, es haben alle was gesehen. Okay, bin schon still. Passt, ganz das nächste Nähe. Todsicher. Das ist jetzt zum Beispiel wahrscheinlich ein Ende von 10.000 Enden. Die tiefsten Tiefen. Das haben wir auch, glaube ich, nicht gesehen. Denke ich mal. Nichts hier weg. Ja, da tat man, wo Conrad geflohen ist. Auf offener See. Das haben wir auch nicht gesehen. Okay, das war aber auch relativ gut, dass wir das nicht gesehen haben. Gevatter tot. Das haben wir zum Glück auch nicht gesehen, weil ich glaube, da wäre dann Safe Brad gestorben. Und tickende Zeitbombe. Das haben wir zum Glück gesehen. Weil da hat er die ganze Zeit gehofft, dass er sich endlich jetzt killt wegen dem Bild. Okay, es wird ein bisschen assi, aber okay. So. Das haben wir. Guten Tag. So, Bonusinhalte. Bonus ist, was wir nicht hatten. Sammlung war das vorige. Okay. Auch geil. Okay, die Sammlung kann man nicht anschauen, because das ist eine blockierte Szene. Da kann ich gar nicht zeigen. Ja, super. Ja, okay, aber es war eigentlich. Was habe ich kurz gesehen? Irgendwie. Die Clowns spielen, da haben wir einfach nur kurz so die Originalsprache von Alex Braid und halt von den fünf Leuten gesehen und halt noch Anthologie irgendwas und noch irgendeine Scheiße. Ist ja schnutzpieps egal, dann kauft das Spiel einfach selber, denn dann hat er mehr davon. Dann könnt ihr das selber anschauen. Ich kann es leider nicht zeigen, ich weiß nicht, ob andere YouTuber das sehen können, wahrscheinlich schon, weil die nehmen es wahrscheinlich irgendwie anders auf. Ich nehme es aber bei der PS4 selber auf, deswegen kann ich das halt nicht zeigen und ja. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie. Also, auf jeden Fall spielen werde ich es auf jeden Fall nochmal. Zwar halt nur offline. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Let's Play mache, wo ich dann alle drauf gehen lasse. Da muss ich nochmal. Da muss ich schauen. Das kann ich noch nicht sagen. Das kann ich noch nicht versprechen. Für jetzt, für den Moment, ist das Spiel für mich abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts sind das jetzt? Viel. Okay, ich habe auch bei jedem Part eine halbe Stunde. Also. Wie lange kann man sagen, war. Ist es sicher gewesen? Ich habe auch gehört, es dauert wirklich nicht so lange. So eine. In Ort so wirklich in Ordnung spielen, also so 4-5 Stunden, ich glaube so circa war das 4 irgendwie 4 Stunden, glaube ich, schätze ich. Ja, also kann man machen. Ich hätte auf jeden Fall noch gerne bei dem Run dieses beschissene Gesicht gesehen mit dem ganzen Trailer, auf das habe ich die ganze Zeit gewartet, aber okay, kam halt nicht. Irgendein anderes Gesicht kam halt dann bei Conrad, aber okay, gut. Da würde ich sagen, ich werde mir das Spiel jetzt nochmal reinziehen, ich werde mir die ganzen Trophies holen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht, dass ich alle dann drauf gelassen, noch ein Let's Play. Und ja, also, aber bis dahin, sage ich mal, wir hören uns dann beim nächsten Let's Play von, ich schätze mal, Control. Ja, von Control oder von einem neuen Let's Play, was ich schon eine Ahnung habe. Also, das war's von mir und von Man of Medan und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.